Entschuldigung. Ich habe noch einen ganz, ganz kurzen Quick-Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr immer schon mal die Produkte von der Firma Aven oder Avene, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich denke mal Aven, ausprobieren möchtet, dann habe ich vielleicht etwas für euch. Und zwar habe ich in Köln in einer Apotheke, weil ich ein bisschen erkältet bin, mussten wir in einer Apotheke und mir ein bisschen was kaufen, ein bisschen ein paar Aufputschmittel. Dieses praktische Set entdeckt für 2,95 € und das musste ich dann direkt mitnehmen. Eigentlich waren wir schon auf dem Weg raus aus der Apotheke, aber als ich das gesehen habe, musste ich das mitnehmen. 2,95 € ist doch ein geiler Preis. Und zwar ist hier enthalten einmal das Thermalwasser, Gesichtsspray, so. Ne? Sprüht sehr fein, Gesicht fühlt sich nicht zu feucht ein, an. Enthalten sind hier 50 Milliliter. Dann haben wir einmal die Lotion. Kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist das so eine Art Gesichtswasser, was man zum Abschminken. Also hier steht drauf Nanolotion zur Gesichtsreinigung und Make-up-Entfernung. Und das entfernt das Make-up wirklich super. Ich habe in Köln, als ich dann abends im Bett lag und keine Lust hatte, mich noch ins Badezimmer zu bewegen und mich abzuschminken, habe ich mir das einfach genommen und ein Wattepad und habe mir so das grobe Make-up abgeschrubbelt. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also das ist, muss ich sagen. So, und dann haben wir also einen leeren Behälter für Duschgel oder keine Ahnung. Was ich an dem praktisch finde, ist, dass der hier diesen Klickverschluss hat. Ich habe nämlich auch sowas, was man immer aufschrauben muss in der Dusche. Und das hasse ich wirklich. Also das ist so nervig. Da weiß man immer nicht, wohin mit dem Deckel. Und, auf jeden Fall finde ich das super. Ne? Und dann haben wir noch so zwei Behälter. Und das finde ich so süß, dass einmal eine Sonne drauf und einmal ein Mond, also quasi für Tagescreme und für Nachtcreme. Oder man tut einfach Pigmente da rein, wenn man die abfüllen möchte und jemandem schenken möchte. Und dann haben wir noch so zwei kleine Spatel. Dinger. Ja, und dann natürlich noch die Tasche mit diesem, ja, Dingsverschluss. Und ja, dann ist hier noch so eine Beschreibung drauf, was da alles drin ist. Und ja, ich finde das echt super. Ich bin froh, dass ich es mir gekauft habe. Das war auch das Letzte und das habe ich mir natürlich sofort geschnappt. Und bin froh drüber. Und das wollte ich euch nur ganz kurz mitteilen. Bis dann. Und wieso hängen wir nicht noch gleich ein Face of the Day dran? Hä? Nämlich habe ich heute getönte Tagescreme von Nivea benutzt, ganz normal. Mein Shiseido-Puder, den ich ja in der letzten Zeit eigentlich immer benutze. Den. Und dann, oh Gott, ist das dunkel draußen, habe ich nämlich heute Gossip benutzt. Das ist ein Pigment aus dem Shop von Rebecca Flöter. Und das habe ich in meinem letzten, meine Kette macht Lärm auf meinem Tisch, in meinem letzten Haul-Video gezeigt. In der Kamera kann man das jetzt wahrscheinlich nicht besonders gut sehen, aber ich versuche es mal. Richtig geile Farbe. Richtig geil. Und zwar habe ich die aufgetragen auf einer schwarzen Base. Da habe ich einfach so einen Jumbo Eye Pencil von NYX genommen. Ich komme auch mal gerade ein bisschen näher. Ich hoffe, man kann auch was erkennen. Entschuldigt bitte meine Augenringe. Wie gesagt, ich bin ein bisschen krank. Und sobald ich mich ins Bett lege und versuche zu schlafen, fange ich an zu husten. Deswegen ist mit Schlafen im Moment eher schlecht. Wenn da jemand einen Tipp für mich hat, dann immer her damit. Ich habe mir schon, wie heißen die denn? Silomat? Keine Ahnung, so Bonbons zum Lutschen gekauft, aber so wirklich helfen die auch nicht. So, dann habe ich in der Lidfalte. Wie heißt du denn? Moment. Ich gucke. Deep Truth.
von MAC genommen. Ganz schönes, schimmerndes Dunkelblau, was ich viel zu selten benutze. So in der Lidfalte, ne? Zum Verblenden habe ich dann einfach einen matten, hellen Ton genommen. Und zwar war das Brûlé von MAC. Das ist der. Und dann habe ich noch so ein ganz bisschen hier, weil ich das viel zu selten benutze, Schroom genommen unter der Augenbraue. Für meine Augenbrauen habe ich so einen Stift benutzt von Agnes B. Das ist hier so ein, habe ich auch schon mal in einem Haul-Video gezeigt. Den finde ich eigentlich echt gut, aber zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja, und als Lipgloss habe ich von NYX einen der Megashine-Glosse. Die haben hier oben so eine Schleife drauf. Und das sind die viereckigen. In der Farbe Sweetheart drauf. Und als Rouge habe ich Stereo Rose benutzt. Und das war's auch schon. Mehr habe ich nicht drauf. Reicht ja auch, ne? So. Dann macht's gut. Wir wollen das Video auch nicht zu lang werden lassen, ne? Und denkt an meinen Contest. Bye, bye.